Politik ist langweilig? Unverständlich? Geht mich nichts an? Denkt ihr vielleicht? Der Schülerwettbewerb zur politischen Bildung zeigt, dass es auch anders geht. Er lässt euch Politik hautnah erleben. Mit eurer Klasse sucht ihr euch ein politisches Thema aus. Dann erarbeitet ihr in Teamarbeit euer Projekt dazu. Ganz so, wie ihr es euch vorstellt. Natürlich gehören auch eure Lehrer zum Team. An dem ganzen Projekt hat mir jetzt am meisten Spaß gemacht, dass das nicht so ein normaler Frontalunterricht ist, einfach nur, wo man dann mal eine Frage gestellt kriegt oder so, sondern dass man auch viel in Gruppen gearbeitet hat und auch einfach mal selbst zum Beispiel zu Hause was erarbeiten musste. Ich nehme viel mit, dass man gelernt hat, auch viel mehr eigenständig zu arbeiten durch den Wettbewerb, da man halt eben so frei ist. Also ich finde, dass andere Schüler oder Klassen auch teilnehmen sollten, weil man halt auch wirklich lernt, eigenverantwortlich zu arbeiten und auch sich mit einem Thema dann halt auch intensiver befassen kann als jetzt im normalen Unterricht. Und man muss halt versuchen, gemeinsam ins Ziel zu kommen, weil sonst funktioniert das nicht. 60.000 Schülerinnen und Schüler haben beim vergangenen Wettbewerb mitgemacht und etwa 2.800 Beiträge eingeschickt. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Südtirol, Belgien, Luxemburg und Südamerika. Die Jury der Bundeszentrale für politische Bildung muss aus all diesen Beiträgen die Gewinner raussuchen. Keine einfache Aufgabe. Da sind ganz viele Menschen damit beschäftigt, die herauszufinden, die inhaltlich am besten gearbeitet haben, die den kreativsten Beitrag geleistet haben, wo man spürt, dass sie sehr intensiv sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da brauchen wir schon viele, viele Stunden Arbeit, um wirklich den herauszufinden, wo man sagt, klasse, die waren super gut und die haben es jetzt verdient, einen dicken Preis zu kriegen. Ein Arbeitsergebnis kann nur dann Erfolg haben, wenn die gesamte Klasse daran gearbeitet hat und sich dieses Themas angenommen hat. Für die Gewinner des Wettbewerbs gibt es fette Preise. Klassenfahrten in verschiedene coole Städte, Sachpreise oder Kohle für die Klassenkasse. Insgesamt warten 350 Preise auf euch. Ihr seid neugierig geworden und wollt beim nächsten Mal mit dabei sein? Dann los! Sprecht in eurer Klasse über den Wettbewerb und dann meldet euch an. Das funktioniert ganz einfach. Klickt euch auf www.schülerwettbewerb.de und lasst eure Lehrerin oder euren Lehrer die Online-Registrierung ausfüllen. Der Wettbewerb richtet sich übrigens an die 4. bis 12. Klassen aller Schulformen. Und sowohl die Jüngeren als auch die Älteren können aus verschiedenen Aufgaben die Aufgabe auswählen, die sie am meisten interessiert. Also, worauf wartet ihr? Macht mit beim nächsten Schülerwettbewerb!